Hi, ich bin Emmanuel Vougier. Ich möchte, dass du mit deiner Crew wirklich nur in der Spielwelt schnell fährst. In der echten Welt fahr langsam, beachte die Straßenverkehrsordnung und schnall dich immer an. Ich habe nicht erwartet, dein Gesicht noch mal zu sehen. Die Dinge haben sich hier geändert. Dieser Ort ist jetzt ein Schlachtfeld. Tuner, Muscle Cars, Exo. Die Crews kämpfen in der Stadt um ihre Territorien. Und die Entscheidungen fallen im Canyon. Aber du würdest es nicht überstehen. Moin Leute, was geht? Willkommen zum neuen Need for Speed Unbound Video. Guck mal, wie spät es ist. Guck mal, warte mal. Fokus. Guck mal auf die Uhr. Bruder. Ey, also Schlafrhythmus, deswegen kommt das Video auch jetzt wahrscheinlich wieder mitten in der Nacht. Also nicht wahrscheinlich, es kommt mitten in der Nacht. Weil Schlafrhythmus ist komplett genudelt gerade. Ich bin auch erst ich hab bei Insta gepostet, 19, 20 Uhr aufgestanden. Beste Leben. Egal, wir gucken uns auf jeden Fall nochmal den Drop an hier. Ich habe das auch nur kurz bei Twitter gesehen. Zack, so. Jetzt haben wir nämlich neue Enthüllung und zwar Enthüllung Nummer 6. So, ich habe das ja gerade hier schon mal aufgemacht, deswegen habe ich auch schon mal durchgescrollt. Und das Einzige, was hier steht, ist ein langer Satz. Ende. das ist sehr wenig. Aber ich habe mir gerade schon mal so ein bisschen was da reininterpretiert, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Den Trailer habe ich übrigens noch nicht gesehen, nur kurz bei Twitter halt, wie gesagt, ein paar Sekunden. Gucken wir uns gleich nochmal an. So, hier nebenbei ist auch noch eine kleine Einblendung da. So, hier draußen ist Style alles. Übernimm Teile der Stadt, indem du gewaltige Drifts abziehst. Sammelobjekte finden. Oh, Bruder, bitte nicht, ey. Sammelobjekte findest und dein Können unter den Stil. Oh, Bruder. Stylischsten. Da, also, das hätte ich mal gerne vorgelesen von jemandem, der lispelt, ne? Also, nur mal. Drifts abziehen, Sammelobjekte, stylischsten Street Racern. Das kannst du gar nicht schnell aussprechen, ne? Können vor den stylischsten Street. Also, das ist ja voll. Ja, egal, scheiß drauf. Unter Beweis stellst. Style geht hier vor, aber das heißt nicht, dass du nicht auch schnell fahren darfst. Jetzt hast du es drauf. Geh und mach Rocky stolz. Okay, also Rocky ist hier der Veranstalter oder so. Jetzt kommt noch ein weiterer Abschnitt hier. Das ist The Takeover. Und da sehen wir ihn auch nochmal hier. Mit dem Megafon. Also das scheint mir so zu sein, als ob der das Ganze so veranstaltet, diesen Takeover. Und wir dann hier abliefern müssen. Aber ich sage, es ist halt einfach nicht so viel aussagend hier. Deswegen müssen wir uns mal auf jeden Fall den Dings angucken. Das läuft auch schon wieder in 4K hier. Beste Leben. So, okay. Also wer das einfach nur so in den Trailer sehen will, ne, könnt ihr ja einzeln gucken, ne? Weil die haben sich irgendwann mal welche beschwert, dass ich den Trailer immer pausiere oder so. Ja, Bruder, wenn du nur den Trailer sehen willst, dann brauchst du ja nicht mein Video angucken, so, ne? Das macht ja gar keinen Sinn. Also guckt euch den Trailer an, geht eine Minute und dann kommt ihr wieder hier zurück, wenn ihr wollt. Also hier steht nochmal, Takeover Event Gameplay Trailer, ne? Okay, das sieht schon mal. Ich will mir das ja auch angucken. Versteht ihr, was ich meine? Ich will ja auch gucken. Das ist doch geil. Ich will mir das angucken, Junge. Es geht mir jetzt nicht nur ums Gameplay, auch um die Optik und so. Guck mal hier. Das ist jetzt an dem Riesenrad. Das heißt, so ein bisschen an Los Angeles angelehnt hier. Ne? Wahrscheinlich dann da auch unten am Meer, am Strand, so da in der Richtung. Da sind wir wahrscheinlich gerade. Everything. Bla bla. Oh, das sieht auch. Ah, Porsche RSR schon wieder. Also Bruder, ich hab so, das ist so eine Hassliebe, weißt du, der Wagen ist halt übelst geil, aber ich schieb voll die Hasskicks auf den Wagen, weil der einfach, weißt du, jeder fährt damit so und es ist halt einfach maximal langweilig irgendwann, weil den jeder benutzt hat immer. So, hier sehen wir richtig so ein Event aufgebaut hier, das ist auch so eine Tribüne, wo A$AP Rocky da irgendwo am Start ist und eine Ansage macht. Prove your skills. It's the takeover. Okay.
Geil. Drive with Style, das haben wir ja gerade schon gesagt. Okay. Ja, alles klar. Also es ist ein neuer Spielmodus. Das ist ein bisschen laut, ne? Es ist auf jeden Fall ein neuer Spielmodus hier. Also es ist ja kein normales Rennen. Man sieht das schon hier, was der da für komische Sachen macht hier, ne? Sprung hier, Drift da. Kaputt. I'd rather put money on my grandmother. Direkt mal weggedisst worden hier. Practice, was? Day? Practice at day. Tag. Jetzt ist er genau weitergefahren bis in die Nacht. Also Race, achso, okay, also Training am Tag, das Rennen in der Nacht, okay. Also das, oh, das ist auch interessant. Also erstmal, man hat ja schon immer zwischendurch gesehen, dass, also ist auf jeden Fall ein Punkterennen, ne? Das sieht man ja schon direkt hier. Wir sind hier anscheinend alleine unterwegs, das heißt, wir fahren eigentlich, also hier sind zwar Leute, ne, Platz 1, 2, 3, wir sind aber alleine am Fahren auf der Strecke und wir müssen Punkte sammeln. Hier oben, wir haben jetzt knapp 9000 Punkte und der hier hat, was hat der da, 180.000? Also das sieht nicht so einfach aus, wir haben nur 3 Runden Zeit, okay. Und man hat hier in der Mitte immer zwischendurch gesehen, was man, wo oder wofür man Punkte bekommt, ne? Checkpoints, Smash, bla bla. Wir gucken das mal so ein bisschen weiter. Combo-Bonus gibt's auch noch, ich schreibe mir das gleich nochmal raus, nebenbei. Keep the Combo alive. Ja, wie beim Driften halt so, ne? Nur, dass man hier anscheinend nicht nur driften muss, sondern kann es auch andere Sachen hier machen, ne? Also es zählt alles dann irgendwie zum Combo. Da gab es gerade einen Combo-Bonus von 1500. Das ist ja übelst. Leute, erinnert euch die Strecke an irgendwas? Also der Teil jetzt hier, ne? Bruder, das sind ja die maximalen Payback-Flashbacks gerade, ne? Ihr könnt euch doch bestimmt an diese komische Strecke erinnern, wo man am Anfang immer im, war es auch so ein Rundkurs, wo man am Anfang immer, oder später sogar auch, weil es einfach am besten war, immer Cash, euer Cash gefarmt hat, wisst ihr noch? Das sieht hier sehr ähnlich aus, ne? Da gab es nämlich auch so, du konntest einfach links weiterfahren und dann immer im Kreis so mäßig, oder du konntest auch hier rechts fahren und dann so hochspringen und da warst du auf einer anderen Ebene und bist dann hinten wieder runtergefahren. Erinnert ihr euch? Das muss man eigentlich noch wissen, also das hat man ja immer zum Grinden benutzt, ne? Also das sieht ja wirklich... Ja, guck, hier ist nämlich auch eine andere Ebenfläche, wo du noch ein Stück fahren könntest, wenn der jetzt nicht so schnell wäre. Da hinten geht's wieder runter und dann geht's in die Linkskurve. Gut, danach ist der Kurs ein bisschen anders, natürlich, aber... Das ist auf jeden Fall ein copy-pastetes Element, Alter. Also ein bisschen bearbeitet, natürlich, aber... Die Grundidee ist schon mal gleich. Ja, okay. Also ein neues Event-Takeover, wo alles mit drin ist, hier Sprung... Ich schreibe das gleich nochmal raus und dann gucken wir uns das gleich nochmal an. Ich gehe mal wieder ins Vollbild rein. Also kurz zusammengefasst ist der Job 6 eigentlich nur eine Ankündigung von einem neuen Modus, der Takeover heißt hier anscheinend. Und das einfach beinhaltet, ja, schnell fahren, weil du kriegst Punkte, wenn du einen Checkpoint einsammelst. Ich blende das hier nochmal am besten ein, ne? Also man kriegt Punkte, wenn man einen Checkpoint einsammelt. Also wahrscheinlich, je schneller du in den nächsten Checkpoint reinkommst, umso mehr Punkte kriegst du. Je langsamer, also je länger du brauchst, umso weniger Punkte kriegst du. Du kriegst Punkte für Driften, du kriegst Punkte für Sprünge. Also je länger du in der Luft bist, umso mehr Punkte kriegst du. Dann gibt es noch Punkte fürs Boosten. Da weiß ich aber nicht, ob die jetzt das Nitro meinen oder dieses Burst-Nitro. Und es gibt Plus- und Minuspunkte. Das ist auch krass, haben wir an einer Stelle gesehen. Für Smash, also wenn ihr Sachen kaputt macht, da waren zum Beispiel hier diese Pylonen oder so, was der da platt gefahren hat. Dafür gibt es Pluspunkte. Und anscheinend, wenn man vielleicht gegen eine Wand fährt oder so, weil das ist ja kein Smash, da machst du dich ja selber kaputt, dann kriegst du Minuspunkte für. Das ist auch interessant. Und das ist einfach so ein kombinierter Modus, wo einmal alles so irgendwie ein bisschen gefragt ist. So ein bisschen vielleicht wie bei Payback, das war mit dem Speedcross, was die irgendwann mal eingeführt haben. Was ich, weiß ich nicht, fand ich jetzt nicht so geil. Das hat dann immer so mehrere Sachen kombiniert, zum Beispiel Offroad und Driften oder so. Aber das hat nicht so viel damit zu tun. Das ist halt einfach ein Modus, wo alles zusammenkommt und ja, Style halt, ne? Springen, driften, schnell sein, die Sachen kaputt machen. So, jetzt könnte man ja eigentlich Feierabend machen an der Stelle, aber ich habe mir noch ein bisschen Gedanken gemacht da gerade mal. Mir ist da wieder so ein Satz aufgefallen, Digga, ich lege ja mal alles auf die Goldwaage, ne? Das ist jetzt ein bisschen Spekulatius hier an der Stelle, aber für mich hört sich das so an, als ob der Takeover nicht einfach ein Modus ist, den du von jetzt auf gleich so startest. Sagen wir mal, ne, du kannst ja zum Beispiel Rennen fahren,
Vielleicht kannst du auch Driftrennen fahren, ne? Bla bla bla, um dein Level zu steigern und so weiter und so fort. Aber ich glaube nicht, dass du hier einfach sagst, okay, ich fahre jetzt ein normales Straßenrennen oder ich fahre jetzt hier ein Takeover-Rennen. Das ist es nicht. Also das ist, wie gesagt, spekulativ. Aber meine Vermutung ist, dass diese Takeover-Rennen das letzte Rennen aus einem Bezirk sein könnten, um den zu übernehmen. Was mich dazu bringt, dass das jetzt hier ein bisschen was von Need for Speed Carbon hat, wenn ich mich an das Spiel richtig erinnere, dass du immer Bezirke einnehmen musst. Du bist quasi ein neuer Racer, du bist neu in der Stadt. Nichts gehört dir, du hast keine Freunde, du hast gar nichts. Du musst dir alles von Grund auf aufbauen und die Stadt unterteilt sich so ein bisschen in verschiedene Bezirke, die von verschiedenen Gruppen beherrscht wird. Also so Territorien. Und wenn wir jetzt nochmal gucken, wie das hier heißt, das ist The Takeover. Und wenn ihr Takeover mein Google-Übersetzer reinschmeißt, das habe ich nämlich mal kurz gemacht, weil ich natürlich gar kein Englisch kann. Takeover heißt... Takeover heißt so viel wie die Übernahme oder auch die Machtübernahme. Und das ist ein krasser... Also Machtübernahme, es ist ja kein normales Rennen. Weißt du, du kannst ja nicht ein Rennen nennen, ja, Machtübernahme, das ist ja kein normales Rennen. Klar, man kann jetzt sagen, ja, der Modus nennt sich einfach so, wenn du jetzt hier was mit Style machen musst, springen, driften und so weiter und so fort, können die einfach, aber das macht ja keinen Sinn. Warum sollte man das Takeover nennen? Takeover heißt übernehmen oder Machtübernahme. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu einem Bild. Das werde ich jetzt auch nochmal hier einblenden oder wir machen das anders. So, okay, pass auf. Das ist die Need for Speed Carbon Map. Sehr klein, by the way. Obwohl verglichen mit heute gar nicht so viel kleiner. Egal, aber ihr seht schon hier, das sind farbig Bereiche, ne? Ich glaube, der rote Bereich, was war der letzte Bereich? Das ist auch hier oben in dem Canyon und da musstest du den, ja, den krassesten Boss besiegen. Dann gab es hier so braun, blau, so grün. Vielleicht ist das aber, ne, das ist aber auch schon ein übernommener Bereich. Also ich habe, glaube ich, kein Bild, wo das halt nicht so war. Keine Ahnung, was das hier vorher für eine Farbe gewesen ist. Das haben wir schon übernommen hier. Also sagen wir mal, das hier war vorher violett und jetzt haben wir es eingenommen. Und dann ist es halt so. Also das Ziel ist, stellt euch mal vor, das ist jetzt hier noch violett, ne? Das Ziel ist, die einzelnen Bereiche hier einzunehmen, damit wir die Herrschaft haben über den Bereich und natürlich irgendwann die Herrschaft über alle Bereiche haben. Zum Beispiel aus dem blauen Bereich hier links, sagen wir mal, das ist ja alles blau, aber das ist nochmal unterteilt in kleineren Abschnitten, wie ihr seht hier, ne? Und da können wir durch diese Abschnitte zum Beispiel hier, wir machen jetzt hier diese drei Rennen, also die drei Sterne, und dann haben wir diesen kleinen Bereich von dem blauen neutralisiert. Und sobald wir die alle neutralisiert haben, die ganzen blauen Bereiche, sind die dann irgendwann unser. Ach guck mal, das war anscheinend grün vorher hier. Ja, guck mal, siehst du? Ne? Also, dann sagen wir mal das mal für grün hier. Wir haben jetzt hier die ganzen grünen Bereiche nacheinander neutralisiert, also alle werden weiß. Und wenn wir das letzte gemacht haben, dann wird das zu unserer Farbe. Also in dem Fall war das ja jetzt hier so ein Türkis. Und dann ist das unser Bereich, wir haben die Herrschaft über den Bereich. Also, dass man das Territorium einnimmt. So, und das Ziel ist natürlich, so viel zu neutralisieren und so viel dann am Ende des Tages fertig zu machen, dass die ganze Map irgendwann so aussieht. Das ist das Ziel, dass wir der Herrscher sind über die komplette, über das komplette Gebiet und über alle Gebiete. Und so hört sich für mich Takeover an. Also in meiner Vorstellung, was ich mir gerade so zusammenspekulativ habe, ist es so wie in Carbon, dass du verschiedene Territorien hast und du machst erstmal normale Rennen oder was es da halt so gibt, irgendwelche Aktivitäten oder machst Sammelobjekte, so dass es halt, dass du immer mehr von dem Bereich, immer mehr von dem Bereich dir gehört. Und das finale Rennen, entweder eines Teilabschnitts von einem größeren Bezirk, einer Gruppe oder direkt der ganze Bereich. Ich denke mal eher so ein kleiner Bezirk. Das ist ein Takeover. Das macht doch Sinn, oder? Das ist die Machtübernahme, der Takeover von diesem Bezirk, von einer Gruppe. Und wir wissen ja zum Beispiel schon aus dem letzten Video, was ihr euch nicht angeguckt habt, ja, weil euch Marken ja nicht interessieren, aber das solltet ihr euch vielleicht doch nochmal angucken, weil zum Beispiel Versace ist nicht nur eine Marke im Spiel, sondern Versace ist auch ein Rivale, zum Beispiel, nämlich Medusa heißt die da, ja. Sagen wir mal, Medusa gehört ein Bereich, zum Beispiel ein gelber Bereich, und wir müssen den Bereich immer weiter erobern, also neutralisieren, und am Ende oder bei einem kleinen Bereich davon machen wir immer ein Takeover. Also wir machen ganz normale Rennen und wenn wir genug gemacht haben, können wir ein Takeover machen. Und wenn wir das absolviert haben, dann gehört der Bereich, entweder der ganze Bereich in der Farbe oder nur ein Teil davon, uns. So stelle ich mir das vor, Digga. Das klingt echt plausibel. Und es gibt eventuell einen kleinen Beweis dafür. Das ist jetzt nicht sicher, aber das ist ja sowieso alles nicht sicher, wenn ich hier laber. Es gibt nämlich ein geleaktes Bild von der Map.
wo ich damals schon dachte, das ist eigentlich, müsste das doch fake sein. Aber es ist nicht fake anscheinend, weil die Map ist ja real. Und wir gucken uns mal das Bild an. Also das hier ist die offizielle Map, so wie sie ist. Und das geleakte Bild hat tatsächlich auch schon die Map gezeigt. Aber, und das ist jetzt der springende Punkt, mit dem ich mir damals nichts irgendwie so richtig anfangen konnte. Guckt euch das mal an. Das ist das geleakte Bild hier. Und ihr seht schon die farbigen Bereiche, oder? Wir machen das nochmal groß. Also groß ist natürlich schwierig, weil es ist halt so ein Pimmelbild. Aber ihr seht schon, guck mal hier. Der ganze Bereich, der ist orange. Ja, genau, der ist orange, richtig. Der ist violett. Der oben hier, der Bereich, das sieht mir eher so gelb aus. Dann haben wir hier einen grünen Bereich. Wir haben hier einen orangenen Bereich. Wir haben einen türkisen Bereich. Und das hier ist von mir aus rot. Farben werden wahrscheinlich noch ein bisschen knalliger sein, dann vermute ich mal. Wie gesagt, das ist nur ein geleaktes Bild. Das muss gar nichts heißen, aber das passt perfekt zu meiner Theorie, die ich hier gerade aufstelle. Nämlich, wenn wir uns jetzt mal den Bruder. Mann, was stimmt denn nicht, Junge? Wenn wir uns mal den violetten Bereich angucken, sehen wir, da ist ein ganz großer Bereich, der ist violett. Und das ist nochmal aufgeteilt in verschiedene Bezirke, beziehungsweise jetzt Z-Zonen. Zonen zum Beispiel hier, Z23. Oder hier, was eindeutiger ist, ist zum Beispiel Z27. Das ist genau dieser kleine Bereich hier. Das heißt, wir können genau wie in Need for Speed Carbon, so genau wie in Carbon, können wir uns hier so einen einzelnen, also ne, das ist jetzt alles hier eine Farbe, und wir können uns eine einzelne Zone rausnehmen und dann machen wir die ganzen Rennen da fertig und dann haben wir diese Zone neutralisiert. Und entweder kommt dann als Ende von jeder Zone ein Takeover, oder was auch sein könnte, ist, dass wenn wir jetzt schon ganz viele Zonen eingenommen haben, beziehungsweise wir haben die nicht eingenommen, sondern neutralisiert erstmal. Wenn wir die ganzen Zonen neutralisiert haben und wir sind bei der letzten Zone, als Beispiel, was ist denn die höchste? Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Erinnert ihr euch, wo wir in dem Video standen? Das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge, Alter. Seht ihr, wo wir hier stehen? Das ist der Pier. Wir sind am Pier, wir sind auf dem Wasser, auf dem Pier, ne? Und jetzt guckt euch mal eine Zone hier an. Da oben. Zone 33. Wo ist das? Das ist auf dem Pier, Digga. Eine Zone ist die Zone 33. Bruder, das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Das heißt, vielleicht müssen wir die nacheinander abackern und die letzte Zone, wo dann der Takeover stattfindet. Also wir haben jetzt alles neutralisiert, alle Zahlen hier. Und das letzte ist jetzt, damit das wirklich zu unserer Zone wird, in unserer Farbe, ist hier Zone 33. Da startet der Takeover. Und wenn wir das gewinnen, dann gehört der ganze violette Bereich uns. Dann wird das zu unserer Farbe. Wir haben das eingenommen. Leute, das macht übelsten Sinn, ne? Das macht übelsten Sinn, Digga. Und das passt auch perfekt zu Carbon. In Carbon war das ja schon so, der leichte Bereich, der war halt hier so gelb. Dann so ein bisschen schwieriger war, ich weiß es nicht mehr genau, ne? Man kann vielleicht grün sein oder blau. Und danach kam grün und das Schwierigste war rot. Hier passt das doch, Digga. Das sieht man ja auch an den Zahlen von den Zonen. Also das Leichteste wird wahrscheinlich das hier oben sein, das Grüne, weil hier ist ja auch Z01, also die allererste Zone, ist vielleicht die einfachste Zone und ne, der ganze grüne Bereich. Und danach würde dann hier oben der gelbe Bereich kommen. So, und dann kommen wir aber wahrscheinlich nicht in den violetten Bereich rein, weil ihr seht schon, das ist alles rot, da sind so die ganz krassen Leute, da musst du echt dein Auto schon Max-Level haben, sonst kommst du da gar nicht rein oder kannst du gar nicht, also ne, machst halt keinen Sinn, weil du kannst nicht gewinnen. Also nach den Zahlen zum Vermuten, wirst erst grün, gelb, orange, violett, dann türkis und da, okay, das hier unten ist ja eigentlich rot, ne, das ist ja eher wie rot, also passt das ja eigentlich, so, dann passt das ja doch. Das krasseste ist rot, so, aber ja, ne, ihr wisst, was ich meine, ich will jetzt auch nicht so lange hier rumlabern, aber das stelle ich mir vor, Digga, wie geil wäre das denn, Digga? Also Leute, was sagt ihr? Habt ihr eine eigene Theorie oder geht ihr mit meinem Spekulatius, den ich hier gerade fabriziert habe, konform, Digga? Ich bin, also wirklich, das hört sich wirklich so an. Weil es macht halt auch gar keinen Sinn, das Ding Takeover zu nehmen. Und Takeover heißt ja Übernahme oder Übernehmen, Machtübernahme. Also das macht halt, dann hätten sie den Modus Speedcross nennen können, weißt du, was ich meine? Das macht halt irgendwie keinen Sinn. Und die erklären ja auch nichts dazu. Aber wahrscheinlich kommt diese Woche nochmal so ein Bibeltextartikel, den kann ich mir dann nochmal durchlesen für euch. Und vielleicht gibt es dann ein paar genauere Infos. Aber das ist erstmal meine Theorie, Digga. Und das fände ich ultra nice. Das habe ich immer so gefeiert, Digga. Dass du wirklich so Territorien hast und du willst die Territorien einnehmen. Und am Ende machst du das Bossrennen, diesen Takeover da. Und dann ist das dein Ding, Digga. Jalla. Das fände ich übelst nice. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao, ciao.